Im ersten Halbfinal-Hinspiel empfingen die A-Junioren des VfL Gummersbach die Jungs von GWG Minden. Leicht favorisiert die Hausherren in Blau, die hier zwar früh das 1:3 kassieren, danach aber angeführt von Nemanja Mladenovic richtig Druck machten und den Rückstand in kürzester Zeit in eine 6:3-Führung umwandelten. Mindens Trainer Soltomovic reagierte und nahm die Auszeit. Die Gummersbacher ließen sich aber auch danach nicht bremsen. Vorne zeigte sich einmal mehr, dass Übergänge bei offensiver Deckung ein erfolgversprechendes Mittel sind und hinten ließ sich die eigene Abwehr nur selten so einfach aushebeln wie hier. Der Sieger der Staffel West baute seinen Vorsprung so über 10:5 und 14:9 bis zur Pause auf 21:14 aus. Nach der Pause dann zunächst ein ähnliches Bild. Bei Minden ließen Spieler wie Marius Traue immer mal wieder ihre Klasse aufblitzen, die Gummersbacher behielten aber die Kontrolle über das Spiel und blieben durchweg klar in Führung. 10 Minuten vor Schluss betrug diese nach diesem Treffer von Marian Orlowski satte 6 Tore und nichts deutete darauf hin, dass die Führung noch einmal zusammenschmelzen sollte. Doch die Endphase gehörte den Minden an. Noch einmal neu eingestellt von ihrem Coach, spielten die Sieger der Staffel Nord nun vorne geduldig und effektiv, während die Gummersbacher zunehmend unkonzentrierter agierten und nun einige klare Chancen liegen ließen. Bis zum Schlusspfiff konnte Minden so noch bis auf 34:32 verkürzen und sich damit die Chance auf den Finaleinzug wahren. Im zweiten Halbfinale-Hinspiel standen sich die Junioren des TV Großwaldstadt und die Jungfüchse aus Berlin gegenüber. Favorit hier sicher der amtierende Meister, der zum Start auch gleich mal einen 4:0-Lauf auf die Platte legte. Hier bereits Treffer Nummer 4, Dennis Schmöker mit viel Gefühl. Doch die Hausherren fingen sich. Vor allem ihr Kreisläufer Yannick Kohlbacher stellte die Füchseabwehr nun vor immer größere Probleme und kurz nach dessen Treffer zum 8:11 nahm Bob Hanning daher trotz 3-Tore-Führung die Auszeit. Dies war anscheinend die richtige Maßnahme, denn kurz darauf streuten seine Jungfüchse ihren zweiten 4:0-Lauf ein, den Jonas Tümmler hier zum 9:15 abschließt. Nun liefen die TVG-Junioren also schon einem 6-Tore-Rückstand hinterher und besonders frustrierend dabei, wann immer sie, so wie hier, auf 4 Tore herankamen, zeigte Fabian Wiede im Gegenzug, warum er ab und an im Kader der großen Füchse steht. Doch die Großwaldstädter ließen sich auch von diesen Nadelstichen nicht zermürben. Sekunden vor der Halbzeit zog Yannick Kohlbacher eine 2-Minuten-Strafe samt 7 Meter, den Tom Spieß zum Pausenstand von 15:19 verwandelte. Nur 4 Tore Rückstand und 2 Minuten Überzahl, jetzt mussten die Großwaldstädter nach Wiederanpfiff nur einen guten Start erwischen. Und das taten sie. Eingeladen von Unkonzentriertheiten der Füchse holten sie Tor um Tor auf und in der 40. Spielminute hatten sie dann beim Stand von 22:23 erstmals die Chance zum Ausgleich. Und dann sowas. Ein Fehlpass zum Kopfschütteln. Die Ausgleichschance also leichtfertig vergeben und damit nicht genug. Im Anschluss ein weiterer 4:0-Lauf der Füchse, hier abgeschlossen von Tom Skroblin zum 22:27. In der Folge konnten die Großwaldstädter zwar noch 5-mal auf 2 Tore verkürzen, dichter kamen sie aber selbst in Überzahlsituationen nicht mehr heran. Das 29:31, 5 Minuten vor Schluss, war dann sogar ihr letzter Treffer. Erschöpft vom hohen Aufwand überließen sie den Füchsen nun komplett das Feld. Diese nahmen dankend an, markierten noch ein weiteres Mal 4 Treffer in Serie und haben nun nach dem 35:29 Auswärtssieg beste Chancen auf den erneuten Finaleinzug.